groß sind wieder die Scherbe. Okay, aber hier komme ich eigentlich auch nicht weiter. Hier ist einfach alles verschlossen, wisst ihr? Schon wieder Blutverlust, was mache ich denn? Ah, hier ist ein Dings. Bleiches Kieferharz. Ein Gegner? Das ist kein Gegner? Sieht aber ziemlich gruselig aus. Hier könnte ich runter, okay. Was ich auch machen sollte. Warte mal. Ist das jetzt irgendwie spiegelverkehrt? Die machen mein Leben halt mega klein. Das ist übertrieben abartig. Wärterrobe. Vielen Dank. Das ist jetzt ein Gegner, ne? Na, ekliger geht's auch gar nicht mehr, oder? Simpler Edelstein. Echse voraus, übrigens Vorsicht vor links. Klar, Digga. Titanit-Schuppe. Der hat ja nicht viel Leben, ne? Okay, was ist da beim Fahrstuhl? Das ist bestimmt so ein Shortcut, oder? Oder sie geht nicht auf. Das ist natürlich auch klasse. Natürlich. Wie immer. Digga, jede Tür. Lass dich von dieser Seite nicht öffnen. Diese schreienden Kackdinger nerven mich. Wow. Ey, das sieht nice aus mit dieser. Mit dieser Ritze. Oh je. Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, man weiß halt immer, wenn man sowas sieht, dass man da überall noch hin muss. Wow. Das ist doch hundertprozentig ein Gegner. Ja, es war so klar, Digga. So klar. Aber die sind wenigstens nicht so stark wie in Dark Souls 2. Erste Scherbe, sehr schön. Very nice. Vorsicht vor unten, Riese voraus. Okay. Vielleicht nicht nach unten gehen. Zählt nach einer Hinrichtung aus. Oh je. Komm schon, mach Flächenschaden. Ah, wir sind viele, ne? Aber ein enger Gang ist immer gut. Vor allem für meine Waffe.
Boah, nicht noch mehr. Okay, man könnte hier jetzt runterfallen. Ob man das muss, ist die Frage. Oder ob ich einfach hier die Leiter nehmen kann. Ist das eine Leiter? Das war auch eine Leiter, oder? Ja, ich nehme einfach die Leiter. Statt irgendwo runter zu springen. Nehme ich einfach die Leiter. So, und jetzt. Da ist wahrscheinlich der Riese, den die meinten. Ja. Vielleicht muss ich ja nicht unbedingt wecken, oder? Ich meine, das letzte Leuchtfeuer ist schon ein bisschen weit weg. Ach du Kacke. Sehen als entmutigten Ritters. Okay, fuck, Alter. Ich sehe nichts. Ah. Kann ich da runter? Oh mein Gott. Nein, hier keine Flakons mehr. Nein. Scheiße. Ich weiß halt nicht, wohin. Ich habe halt wirklich keine Ahnung, wohin. Oh nein, jetzt bin ich hier. Ach du Kacke. Fuck, ey, das ist ja voll der weite Weg. Ich muss hier doch irgendwo noch einen Shortcut öffnen, oder nicht? Ich muss ja sowieso hier lang. Kann ich hier nicht schon runter? Wow. Das war Gangbang. Lässt sich von dieser Seite. Aber wie komme ich wohl zum Shortcut? Ich meine, das ist doch viel zu viel, was man hier machen muss. Das erwarte ich ja nicht von Dark Souls. Dass man so lange ohne Leuchtfeuer auskommen soll. Nee, ist nicht wahr. Erstmal den und den Bogen. Nachahmung voraus. Ich könnte auch hier sofort runterspringen. Na, klasse. Ach, hier sind meine Seelen. Ach, ich muss den gar nicht wecken. Scheiße, ich muss den gar nicht wecken. Ich kann ihn auch von unten machen. Spitzhacke. Ist hier auch irgendwo mal ein Leuchtfeuer oder so? Vorsicht vor Hinterhalt. Vorsicht vor links. Versucht rechts. Das müsste ein Gegner sein, genau. Hä? Wie buggy ist das denn? Der ist ja am Boden gebuggt.
Scheiß Bug Souls. Dunkler Clownring. Oh, ich dachte gerade. Alter Zellenschlüssel. Okay, was können wir damit machen? Wahrscheinlich eine Tür öffnen. Oh, fuck, ey. Oh, fuck. Nein, nicht. Das ist ganz übel, dieses Gas. Aber keine Ahnung, was sie da verschießen. Das tötet mich halt sofort. So instant. Okay, was können wir mit dem Zellenschlüssel machen? Also in welche Zelle können wir da hin? Schlüssel zur ältesten Zelle des Verlieses. Ja, hilft mir jetzt nicht viel, diese Information. Also ob man hier runterspringen soll, das ist die Frage. Ich glaube irgendwie nicht. Okay, aber es gibt wirklich keinen anderen Weg. Scheiße. Soll ich es tun? Gibt es nicht einen anderen Weg? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, hier. Hä? Wie habe ich das nicht gesehen? Mein Gott. Wow. So. Ja, wissen viele. Große Jenny-Chabe, sehr schön. Nein, diese Hurensöhne, die... Oh fuck, die verfluchen mich wieder. Was ist das hier? Ja, wieso sind so viele... Wieso sind so viele Gegner verbuggt? Ich hab vergessen, den Death-Timer zu machen, merke ich gerade. Ich bin ja erst einmal gestorben. Hä? Im ersten Blick dachte ich, dass hier nur einer ist. Jetzt sind hier auf einmal 20. Aber der Raum ist auch ziemlich useless hier, oder? Gottlose Kohle. Kann ich beim Schmied wahrscheinlich abgeben. So, jetzt schnell diese Motherfucker hier töten. Aber wirklich schnell. Nee, ey. Nein. Nein, wehe, ihr bringt mich um. Leute, hört auf damit. Ist nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Vor allem, die greifen mega schnell an. Die machen einfach nur so zack, ohne irgendwie auszuholen, weil das... Ja, ist halt heiß genug, ne? Alter, noch mehr! Was soll ich denn machen? Yo! Yo! Leck mich.
Gelbliche Asche. Ja, dieses Geschrei, ne, das regt mich gerade richtig auf. Oh, ich habe jetzt irgendeine Asche bekommen, die will ich jetzt auch sehen. Ach, noch mal so ein Gegner. Ich sehe. Es geht aber mega schnell. Was soll man denn dagegen machen? Ich meine, das ist ja wie Schaden bekommen. Weil es regeneriert sich ja wieder nicht wieder. Alva, ach cool, neue Rüstung. Verschlossen. Ich brauche hier aber jetzt mal langsam Leuchtfeuer, also ganz langsam. Das ist kein guter Gefährte. Das ist keine Freundschaft, Junge. Willst du mich eigentlich verarschen? Und wofür ist dieser Raum? Für nichts. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich gehe da hinten mal die Treppen hoch, mal sehen, was da ist. Ich bräuchte auch wirklich mal ein Leuchtfeuer. Hier. Leben die noch? Drachenkörperstein. Verschnaufpause wird benötigt. Ah, wahrscheinlich ist hier der Shortcut, oder? Das wäre nämlich sehr nett. Ich habe gesehen, dass da was ist. Ja, hier ist das Leuchtfeuer, oder? Ach, hier ist man, okay. Alles klar, kann ich ja wieder runtergehen. Fuck, ey, will ich auch noch hin. Aber macht mehr Sinn, wenn man runtergeht. Ich mach doch mal den Timer von eben. So. Was ist denn hier? Ach, hier geht's weiter, okay. Aber will hier kein Leuchtfeuer kommen? Das wäre auch ganz praktisch. Gut hinsehen. Ein Item. Gut hinsehen. Bricht hier jetzt irgendwas ein? Oder was macht der da hinten? Gottlose Hauptstadt. Oh oh. Oh oh oh. Oh. Autsch. Ah, der haut rein. Aber auch interessante Art von Gegner.
Komm schon, sehr schön. Gargoyle, ach, ein Gargoyle war das. Aber Leuchtfeuer oder so? Ich habe keinen Flakon mehr. Komm schon, Leuchtfeuer. Ist das aber Leuchtfeuer? Oh nein. Bitte. Bitte lass es eins sein. Wo? Wo ist es? Da ist es, okay. Puh, sehr schön. Und unten noch eine Spitze, alles klar. Dann gehen wir mal schnell in die Basis wieder. Und machen die Scherbe und, den Knochensplitter und geben halt ein paar Sachen ab. Und dann verabschieden wir uns auch. Ja, wir sind bei 53 Minuten, das passt ja. Aber noch mega müde. Zum Beispiel, wir können ja jetzt mal wieder ein bisschen stärker leveln, so 2 Level. Das ist perfekt. So, gib's mir deine Hand, ja, schön. Ich will dich jedes Mal heiraten. Es gibt immer eine fucking Schattenasche. Na, was gibst du mir jetzt? Ja, okay, cool. Hat sich gelohnt, dir das zu geben. Also, dir kann ich auch noch Kohle geben, wahrscheinlich. So, was das jetzt bringt, habe ich auch keine Ahnung, Digga. Naja. So, und ich würde sagen, achso, mein Flakon kann ich noch verstärken. Dann habe ich statt 10, 11. So. Und ich kann es auf plus 6 bringen. Was auch ziemlich schön ist. Sehr schön. Und auf plus 6. Alles klar, Leute. Dann ich verabschiede mich hier mit. Hat Spaß gemacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.